Hallo alle zusammen, ich nehme jetzt wieder ein neues Spiel in der Let's Trash Sektion auf, weil das auch ziemlich schwachsinnig und bizarr ist. Und falls sich jemand gewundert hat, wieso auf meinem Kanal dauernd kleine Videos kommen und wieder gehen, das liegt einfach daran, ich habe ein anderes Spiel aufgenommen, das werde ich wahrscheinlich auch in die Let's Trash Sektion tun, ich meine sowieso. Aber das wird auch deswegen trashig sein, weil ich da, das hat manchmal Ton aufgenommen und manchmal nicht Ton aufgenommen und so weiter. Und das musste ich alles wieder reinschnippeln und, naja, ich weiß noch nicht mal genau, ob ich es hochlade. Deswegen spielen wir jetzt auch wieder dieses Spiel, bei dem das hoffentlich etwas besser geht. Also, wir gehen einfach, Menü blinkt hier so, tut sich aber nichts, also gehen wir zu Enter. Bist du sicher, dass du bereit bist, Org zu betreten? Ja klar. Ja, jetzt wird es geladen, aber das geht relativ schnell. Und ja. Und dann lasst euch überraschen, was alles in Org kommt. Na? Diese Geschichte beginnt wie jede andere Geschichte. Es gibt zwei Kräfte in der Welt. Eine ist gut, eine ist böse. Org ist böse. Ja. Hier können wir ein sehr schönes Bild sehen. Und wir drücken auf das Fragezeichen, weil das ist in diesem Spiel essentiell. Da ist nämlich die Ella, die hilft uns. Ich sehe, dass du meine Hilfe suchst. Kein Problem. Willkommen zu Org. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Das ist der Haupteingang. Du hast etwas Großartigeres erwartet, oder? Denk dran, sobald du reingehst, kannst du nicht mehr hinauskommen, nicht mehr zurückgehen. Org wird dich vielleicht verschlingen, außer du findest dein Geheimnis heraus. Oh, und falls dich wunderst, was dieses Bild da ist, naja, sagen wir einfach, es ist eine der vielen Opfer. Gut, soweit so gut. Ja. Dann gehen wir mal rein. Eine Tür. Ein Gang. Eine Treppe. Ja. Und jetzt erscheint auch wieder das Fragezeichen. Da können wir wieder draufdrücken. Hall, mal wieder hallo, Freund. Ich sehe, dass du dem Dunkel getrotzt hast und nach Org hineingegangen bist. Du bist mutig, aber werde nicht zu selbstsicher. Hier ist ein Puzzle. Ich bin sicher, wenn du dich umsiehst, dann findest du irgendetwas, das Wert hat. Okay, das hier sieht doch schon nach was aus. Ein Schlüssel. Damit können wir wahrscheinlich die Tür öffnen, kommen in einen sehr merkwürdigen Gang. Ja, Ella, was ist denn das? Ich sehe, dass du eine der Kreaturen gesehen hast, die hier in Org leben. Sei vorsichtig, sie sind verschlagene Geschöpfe, weil nicht alles ist, wie es scheint. Naja, ich gehe einfach mal weiter. Herzlich willkommen, Fremder. Viel Glück außerdem, denn das, was hinter mir liegt, ist wahrscheinlich schlimmer als der Tod.
Ja, jetzt haben wir zwei Türen. Ella, was sagst du denn dazu? Ich grüße dich, Freund. Ich sehe, du bist tiefer in Org-Org. Willkommen zu den Zwillingstüren. Das ist, wo du deine Entscheidung triffst, und zwar über Leben und Tod. Wähle weise, mein Freund, denn nur eine Tür führt dich auf den rechten Pfad. Dann nehmen wir mal ganz beherzt die hier. Eine Treppe, das ist schon mal gut. Sie geht weiter. Eine Tür. Ein merkwürdiges Bild. Und die Augen flimmern irgendwie so. Ella ist auch nicht da, niemand kann uns helfen. Wir drücken hier drauf und das Bild fällt runter. Das Böse ist in der Mehrzahl. Org, Org wird stärker, sagt eine Stimme. Ich glaube, du wunderst dich darüber, was Org, Org ist. Willst du wissen, was es ist? Ja, natürlich. Ich werde es dir zeigen. So, du siehst, mein Freund, Org Org ist nur in deinem Kopf. Ein Albtraum, von dem du nicht entkommen kannst. Jetzt sind wir auf einem Pfad, den müssen wir wahrscheinlich weitergehen. Und weiter, und weiter. Und der Mond wird zu einer Fratze und wir gehen ans Wasser. Ella sagt zu uns: Ich sehe, du hast es geschafft. Du musst viele Fragen haben, aber jetzt ist keine Zeit zu antworten, denn das Böse wird größer mit jeder Vision, die du siehst. Komm schnell! Kannst du mich hören? Und dann sagt die Stimme: Sss, mein Freund, du hast gedacht, du kannst Ork Ork so schnell entkommen. Das ist lustig. Du rennst nur von deiner eigenen Angst weg. Je mehr du mich hasst, desto stärker werde ich. Und übrigens, du brauchst Ella nicht mehr. Tja, das ist ein Buch. Es kommt näher, ich kann es riechen. Es ist der Geruch, der mich verrückt macht. Der verdammte Geruch von brennendem Fleisch. Es ist aber nicht das von jemand anders, es ist meines. Sie haben mich gewarnt, dass ich konsumiert werde, dass ich. Ja, aber ich habe nicht zugehört. Ich habe nicht zugehört. Gibt es einen Gott? Denn ich habe nie gewusst, dass so ein Böses existieren konnte. Ella hat einen Weg nach draußen gefunden, glaube ich. Sie versucht zu uns einen Weg zu finden, uns alle zu retten. Uns alle von dieser Hölle zu befreien. Ich hoffe, ihre Theorie von Org Org war richtig. Ich hoffe es. Org Org ist nichts außer Macht. Eine Macht so stark, dass sie jeden aussaugt, bis er ganz trocken wird. Ich bete, dass wir einen Weg finden, dieser Furcht zu widerstehen, aber mit jeder Vision, die ich sehe, fürchte ich, dass meine Zeit zu Ende ist. Ella. Und ich schreibe darunter: Meine liebe Ella, du warst so ein Rebell. Es war nicht ich, der dich getötet hat, es war deine eigene Angst. Trotzdem beschuldigst du Org Org. Oh, und wenn mein neuer Freund das liest, ich würde nicht aus dieser Tür rausgehen, wenn ich du wäre. Org Org hat das geschrieben. Ja, dann zurück erstmal. Und dann können wir nicht durch die Tür raus. Oder vielleicht doch? Nein, es passiert einfach nichts, wenn wir draufklicken.
weil wir können das Fenster zerschlagen. Da ist noch eine Tür. Und noch eine, und noch eine, und noch eine. Ja. Und was ist das? Ich hoffe, du magst meinen Tisch. Ich hab ihn nur für dich gemacht. Wie du schon bemerkt hast, ist da ein Glas voll von blauer Substanz auf dem Tisch. Dieses Getränk wird dein Unglück beenden, das versichere ich dir. Wenn du ihn jetzt trinkst, dann wirst du sterben. Wenn nicht, dann wirst du für alle Ewigkeit in Org-Org leben. Denkst du wirklich, du kannst entkommen? Du denkst nicht wirklich, du kannst jetzt entkommen, oder? Es ist deine Entscheidung, mein Freund. Aber hör diesen Worten zu und hör ihnen gut zu. Es gibt viele Dinge, die viel schlimmer sind als der Tod. Bilder, von denen du nie geträumt hast. Folter jenseits jeden Glaubens, sagt uns Org-Org. Ja, wie entscheiden wir uns? Trinken, nicht trinken, trinken, nicht trinken. Ja. Gut. Machen wir mal ein etwas gruseliges Ende und trinken nicht. Ich sehe, du hast das Getränk nicht genommen, einen Weg nach draußen, den ich dir angeboten habe. Willkommen, mein Freund, du bist jetzt Org-Org. Org-Org wurde übrigens von Jakob, habe ich nicht lesen können, erschaffen. Ja, und die Musik und alles. Wenn ihr Org-Org im Internet eingebt, da kommt im Übrigen nichts Gescheites raus. Also auch nichts besonders Unheimliches, einfach nichts Besonderes. Naja, also es ist nicht schlecht, aber es ist ein bisschen so zusammengewürfelt und ohne so richtige Storyline, ohne so richtig Sinn. Und ich sage jetzt mal Tschüss und verabschiede mich.